So, da sind wir wieder bei Let's Play Alex und vor uns steht Ragnar, sitzt Ragnar, König der Wikinger und hier Boss in der Barbarenstadt, Berserker, ich verwechsel das, Berserkerstadt, König Ragnar Lodbrok. Leibwache und Leibwache. Das sind mir immer die Liebsten. Okay. Er sitzt im Brunnen. Das ist ja auch geil. Fällt mir jetzt erst auf, dass es eigentlich ein Springbrunnen ist, wo er hier seinen Thron aufgebaut hat. Ja, ich glaube, mit dem haben wir schon gesprochen. Ja, mit dem haben wir schon gesprochen. Wahnsinnig spannend. Na gut. Aber wir können ja hier nochmal kurz ein bisschen gucken, wo man denn hier so hinkommt. Ich glaube, hier sind wir runtergekommen. Elektroschrott. Energiespeicher. Was ich alles übersehen habe. Hier ist nix. Und wir laufen jetzt hier noch mal ein bisschen auf dem Bett rum. Dum, 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 dum. Gucken wir mal hier, wenn man das Treppenhaus runter geht. Nein! Muss da wieder rein. Danke. Das Jetpack ist echt hilfreich. Da ist Grünzeug, kann man das mitnehmen? Nö. Kräuter Omi hat hier keinen Job. Entschuldigung. Da will ich... Ah, hier. Kann ja keiner ahnen. Was ist denn verkehrt mit euch? Da ist auch nichts drauf, was man haben wollen würde. Dann können wir ja jetzt hier wieder gehen. Das war nicht so ertragreich, wie vermutet. Wer bist du denn? Und wo geht's hier hin? Und viel wichtiger, was ist das? Eine alte Münze. Hm, die habe ich gebraucht. Ja. Da hinten. Die junge Dame habe ich gesucht. Mülltonnen, Mülltonnen, Mülltonnen. Und hier dann nochmal so ein Kraut. Was machst du denn hier? Und wer bist du eigentlich? Toll, eine Wache. Ein Auto. Und ja, was auch immer das da sein mag. Also dafür, wie viel Fahrzeuge es hier gibt, ist ja schon, glaube ich, das dritte Auto, das ich so zumindest aus der Ferne gesehen habe. Gibt es erstaunlich wenig asphaltierte Straßen. Halt mal kurz still. Bleib doch einfach mal stehen, genau. Okay. Und ich hab's schon wieder gemacht. So. Ich glaube, wir haben einen Hit abgekriegt oder sowas. Das heißt, wir snacken jetzt erst nochmal eine Kleinigkeit. Und gucken, was hier oben in diesem komischen Gang abgeht. Wahnsinnig spannend ist das jetzt nicht. Wobei das Ding... Oh Mann. Da gibt es schon wieder so viel zu erkunden. Aber ich glaube, das machen wir ein andermal. Oh, ich will nicht jetzt schon wieder so ein Riesengebäude erkunden. Aber da unten ist auch noch so ein Riesengebäudekomplex, wo man eigentlich auch nochmal hin müsste.
Alter Schwede, was zum Teufel wird das denn hier? Wo sind wir denn hier, alter Schwede? Was für eine Art Gebäude mag das wohl mal sein, gewesen sein hier? Abwasser, irgendwas? Schlafsack. Hm? Hier würde ich mich auch hinlegen. Seltsame Sache. Guck mal hier. Gibt es hier irgendeinen sinnvollen, ersichtlichen Zweck für diese Anlage? Hier. Also, das sieht hier aus mit den dicken Rohren, die so senkrecht nach unten gehen, als wäre das so ein Strom. Wasserpumpkraftwerk, Speicher, Dings. Ja, schön. Haben wir das auch gesehen? Was ist denn das da? Kann man auch noch mal gucken gehen. Ich wollte eigentlich nur die Stadt angucken und Leute reden und so. Leute reden ist auch recht, ja Mann. Ja, man merkt, es ist noch immer Release-Tag und es ist spät, früh. Nein, es ist auch nicht mehr Release-Tag. Ich bin jetzt seit, ich weiß nicht mal, wie viele Folgen ich aufgenommen habe, aber seit ich bin einer ganzen Weile am Aufnehmen. Und am Quatschen und ich bin, glaube ich, ein wenig K.O. Okay, das ist ein Brockenhaus. Das führt einfach nur auf die Brücke. Da. Auf der Brücke ist dann irgendwas oder was? Sieht aus wie ein Mana-Brunnen oder so. Wiesenkraut. Schwefelbrocken. Noch ein. Oh, noch mehr Elixit. Und da Heiltrank. Ach du Kacke, was zum Teufel ist das denn da? Kann ich das sehen, wenn ich da so drauf ziehe? Ein Slugbeast! Ja, nee, ich geh dann mal. Alter, nein, ich muss da runter. Einmal schnell speichern. Und. Ignis Artifacts. Geil. Okay, Slugbeast. Ich dachte, es kommt zu mir jetzt. Kann ich ja da wieder runtergehen. Ausgewachsene Heilwurzel. Ja, gut, okay, weil wir speichern nochmal und dann guck ich mal, was mit dem Slugbeast ist. Okay, ich, schießen kann ich definitiv nicht. Das ist nicht so mein Metier. Laufen kann ich ganz gut. Jetzt warten wir einfach mal, was passiert. Na, komm doch, komm doch. Ja, One Hit. Ich glaube, da sollte ich noch einen Moment warten.
Aber wir können jetzt mal ganz kurz gucken, was ich denn da für eine tolle Waffe gefunden habe. Habe ich die jetzt... Nee, das habe ich gespeichert kurz bevor ich ihn angegriffen habe. Dann können wir jetzt laufen. Erstmal weg. Zu sehen, dass wir davon kommen. Und jetzt gucken wir mal, was wir da für ein... Ignis Artifacts. 53 Schaden. Feuer. Und das braucht auch wieder unendlich viel Stärke und Geschicklichkeit. Warum braucht die Geschicklichkeit? Einst die Waffe eines großen Warlords, der dieses Schwert in der Hitze des Vulkans härtete. Seitdem trägt es eine unglaubliche Macht in sich. Ja, schon das zweite besondere magische Schwert, das ich gefunden habe. Das wir gefunden haben. Ihr habt mich dabei ja maßgeblich unterstützt. Ja. Und hüpf. So, zurück zur Stadt. Muss ich, glaube ich, in die Richtung. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingelaufen bin. Orientierung wie ein Toastbrot. Ich hatte gerade andere Sachen im Kopf, die mir wichtiger waren. Ich musste mal gucken, was das hier ist. Schlafsack. Ein Breitschwert. Ich will nicht wissen, wen ich hier ausplündere. Aber wer solche Sachen unbeaufsichtigt rumliegen lässt, ist selber schuld. Ein guter Löffel. Wahnsinn. Ich mein Leben lang von geträumt. Und jetzt liegt er hier einfach rum. Ich sehe schon wieder nichts mehr. Ich sollte mal diesen Schlafsack benutzen. Oh, eine unverbrauchbare Verbandstasche. Da muss ich jetzt echt mal kurz gucken, was der denn überhaupt bringt. Hier so ein... Wo findet man denn eine unverbrauchbare Verbandstasche? Hm. Pflanzen ist es nicht, ne? Nö. Das hätte mich auch gewundert. Nee. Cooles Spielzeugauto. Geldbündel ist 10 wert. Hm. Okay. Heiltränke, Energiespeicher, Heiltrank. Ist das einfach nur unter Kram? Vielleicht irgendwo? Was ist das hier? Munition. Nee, das wäre ja irgendwie seltsam. Nee. Rüstung ist auch irgendwie unwahrscheinlich. Ich will doch nur wissen, was es bewirkt. Hm. Ah, hier. Voller nützlicher Sachen, auch wenn einiges da schon seine Wirkung verloren hat. Und ach, unbrauchbare. Ich dachte Unverbrauch. Hm. Ja. Ich bin durch. Ich habe es eben schon gesagt. Hm. Nun komm schon, ab durchs Fenster jetzt. Beim Auto gibt es noch einen Bolzen. Hm. Irgendwann finde ich noch mal wieder was auf dem Dach. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Jawohl, genau. War ich doch gar nicht so verkehrt vorhin. Oh, halt.
Bin durchs Gitter geflogen. Ja, läuft, ne? Ich weiß, wie sowas gemacht wird. Ein kleiner Energiespeicher und ein Krug. Und dann kletter ich hier nochmal drauf. Ne? Ups. Und dann kletter ich da drauf. Dann kletter ich da hoch. Wahnsinn. Wozu brauche ich ein Jetpack, wenn ich so klettern kann, Alter? Krass. So, an welcher Seite ist jetzt das Lager der Berserker? Auf der anderen Seite. Natürlich. Metallschrott, halt, da war mein Metallschrott noch. Gut, wollen wir uns dann vielleicht mal daran machen, tatsächlich Quests zu lösen, die wir gekriegt haben, oder nehmen wir einfach noch einen Energiespeicher mit? Was ist denn das hier für ein Raum? Was machst du hier? Oh, sorry. Besser für dich, glaub mir. Alles, was mit Laken verhängt ist, ist offensichtlich verboten. Wie ein Handtuch, was man auf eine Liege gelegt hat. Da darf auch kein anderer hin. Kennt man ja. Hotelruine Goliath. Wieder was Neues entdeckt. Bin ich hier im Schlafbereich? Ja. Das ist ja uninteressant. Hi, Duras, da bin ich wieder. Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Brauchst du meine Hilfe? Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Wir können voneinander profitieren. Ah. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Und du willst, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe? Eine Hand wäscht die andere. Na gut. Wer wurde ermordet? Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. Ich kann mir die Namen sowieso alle nicht merken. Bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. Ja, das kann ich mir vorstellen. Warum willst du unbedingt meine Hilfe? Du bist für sie ein Fremder. Dir werden sie zuhören. Was ist das denn für eine Logik? In Goliath traut im Moment niemand dem anderen. Darum fürchte ich, werden sie erst gar nicht mit mir reden. Du bist jemand von draußen. Ein neutraler Beobachter, wenn man so will. Dir werden sie die Wahrheit sagen. Ist das der Grund, warum du mir bei der Observierungsstation in den Bergen geholfen hast? Weil du ohne mich diesen Fall nie gelöst bekommst. Kann schon sein. Du bist eine Arsch. Ja, dann erzähl doch mal. Hast du schon einen Verdacht? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese 5. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Hab ich die Liste jetzt gekriegt? Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Du kommst nicht mit? Ich kann hier gerade nicht weg. Die erste Befragung wirst du alleine machen müssen. Aber dann gehört mein Schwert ganz dir. Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger.
Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Thorgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abesser auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind dann auch Irdor und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann, keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Da habe ich keinen Zweifel. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Ja, okay. Wir haben schon wieder einen neuen Auftrag. Der klingt ganz schön umfangreich. Und eigentlich ziemlich spannend. Dann haben wir hier jetzt noch drei Häuser, glaube ich, die wir neu angucken können und wo wir noch nicht gewesen sind. Die sehen auch nicht ganz uninteressant aus. Vor allem der hier, das hier rechts mit den roten Bannern, sage ich mal. Ja, dann machen wir das in der nächsten Folge.